Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir schauen uns heute Neuigkeiten rund um das Thema Auslieferung im vierten Quartal an. Ich möchte als allererstes aber nochmal darauf hinweisen, Quellen und anonyme Personen sollen auch anonym bleiben und deswegen werde ich einige Dinge umschreiben, Andeutungen geben, aber vielleicht nicht bei jeder Sache eine Zahl nennen können. Starten wir als allererstes rein mit dem Model Y Standard Range. Es soll eine niedrige Tausenderzahl nach Deutschland kommen. Einige wenige Windzuteilungen soll es schon gegeben haben. Dann ist es so, dass wir tatsächlich auch ein Update zu den Bestellungen haben. Hier hatte ich nämlich wohl eine falsche Information. All diejenigen, die eine Bestellung getätigt haben, ob Ende 2021 oder in 2022, das Entscheidende ist, was euer erstes Auslieferungsdatum war. Sprich, wenn du bestellt hast und in diesem Moment dein Bestelldatum gesagt hat, deine Auslieferung wird dann im Jahr 2022 sein, dann wirst du auch das Auto wahrscheinlich in diesem Jahr bekommen. Solltest du aber im April, Mai, Juni, Juli in irgendeiner Form ein Auto bestellt haben, welches von Anfang an schon einen Lieferzeitraum im Jahr 2023 hatte, dann ist die Chance so gering, dass ich dir keine Hoffnung machen möchte, dass du das Auto in diesem Jahr bekommst. Dieses gilt nicht für die Model S und Model X Leute. Da soll eine niedrige, sehr niedrige Tausenderzahl noch in diesem Jahr hier in Deutschland ankommen. Was ich dir sagen kann, ist, dass bei den Auslieferungen mehr Model 3 als Model Y ausgeliefert werden. Es sollen insgesamt circa, wichtig, circa 17.000 Model 3 in Deutschland, nicht in Europa, ausgeliefert werden. Ich komme aber gleich nochmal zu den Auslieferungen, denn da kann ich auch noch etwas zu sagen. Die Zahl der Model Y-Bestellungen, die ausgeliefert werden, ist variabel, denn wir alle wissen, die Fabrik in Grünheide, es gibt die Hoffnungen, was man produzieren will, und es gibt die Realität. Und derzeit hinkt leider Grünheide ein wenig hinterher. Da gehe ich aber gleich nochmal auf Details zu. Ich kann dir nur so viel sagen, die Model Y-Zahl ist nicht allzu weit entfernt vom Model 3. Und wird nicht die Model 3-Auslieferung übersteigen. Es ist tendenziell mehr Model 3-Bestellungen, die an die Kunden gehen werden. Sprechen wir aber jetzt noch mal als nächstes erst über die Schiffe. Denn ich kann dir so viel sagen, es sollen insgesamt 15 Schiffe sein. Auch hier können noch spontan Änderungen stattfinden. Jetzt würden einige sagen, ja, Marian, aber was ist jetzt fest? So ist das Leben bei Tesla. Nichts ist fest. Es ändern sich Dinge wirklich wöchentlich. Darauf wurde ich auch nochmal hingewiesen. Was ich sagen kann, ist, dass insgesamt drei Schiffe nach Koper gehen, circa fünf Schiffe nach Barcelona, der Rest wird nach Seebrügge gehen. Laut der Liste, die mir hier zugespielt worden ist, kann ich so viel sagen, dass die Schiffe für Großbritannien noch nicht mal mit eingerechnet sind. Wie gesagt, es kann hier gewisse Abweichungen geben. Es gibt zum Beispiel auch eine RCC Europe, die gerade da steht, die ich in diesem Falle nicht auf der Liste habe. Es kann aber auch spontan passieren, dass diese doch dann noch nach Europa geht. Das wird, wie gesagt, wöchentlich teilweise noch abgedatet. Also die 15 Schiffe sind noch nicht mal fest. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich erwähnen möchte zu den Auslieferungen. Ich kann nur so den Hinweis geben, es gab ja viele, die gesagt haben, ich habe das Gefühl, aus Grünheide kommt einfach nichts raus. Was ist da los? Keine Windzuteilung, ich will mein Model Y Performance, ich will mein Model Y Long Range. Während hier, wie gesagt, in China die Auslieferungen Tag und Nacht passieren und ein Schiff nach dem anderen fertig gemacht wird, ist es so, dass in Grünheide das erst richtig losgehen wird. Ich kann so viel sagen, dass in diesem Moment die Auslieferungen in Deutschland stattfinden, so wie ich auch immer gesagt habe. Diese bewegen sich aber bei einer Zahl, die unter 1000 ist. Genaue Zahlen kann ich da nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wenn du jetzt hier diese Zahl in den Hundertern nimmst, diese sich demnächst wahrscheinlich verfünffachen wird. Das wird Anfang November der Fall sein. Der Höhepunkt, und jetzt wird es sehr, sehr wichtig, der Höhepunkt der Auslieferung wird um die Weihnachtswoche sein. Halte also durch, die Auslieferungen, die Windzuteilungen, sie beginnen erst jetzt. Die Windzuteilungen, Leute, beginnen erst richtig für die Leute aus Grünheide im November. Also Geduld bewahren, es geht erst richtig los. Und das kann noch sehr, sehr spontan werden am Ende. Also, ihr müsst euch auf sehr viel Spontanität am Ende des Jahres einstellen.
vor allem die Weihnachtswoche. Ich kann euch nur so viel sagen, vielleicht habt ihr Glück und ihr bekommt die Win vorher. Ich kann euch nur so viel sagen, es wird eine sehr, sehr hektische Zeit am Ende des Jahres werden. Wir haben übrigens auch zu anderen Nachrichten natürlich noch Neuigkeiten, nämlich das Model S wurde jetzt in China entdeckt. Dieses soll hier wohl dann auch entsprechend bei der Import Expo tatsächlich dann vorgestellt werden. Also auch das Model S und Model X werden wohl bald dann in China vorgestellt. Ja, ich hoffe, dass diese Details, die du da bekommen hast, dir ein wenig geholfen haben, die auch ein bisschen Mut machen. Ich habe natürlich hier Informationen, die ich dir teile. Es wird einige Leute geben, da möchte ich auch nochmal drauf hinweisen. Für diejenigen, die sehr frustriert sind, die einfach sagen, Marian, warum kannst du nicht mehr sagen oder warum kannst du nicht noch mehr Details nennen? Ich glaube, dass ich viele Details gesagt habe jetzt und man mich bitte nicht drauf festnageln darf. Genauso wie wir ja auch wissen, dass viele Dinge bei Tesla immer eine Unwägbarkeit haben. Und wenn wir hier auf den Tesla SEMA gerade ja auch schauen, dieser hat jetzt die Genehmigung bekommen und hier ist es so, dass er dann auch offiziell in Amerika tatsächlich dann ja ausgeliefert werden darf. Genauso gibt es Neuigkeiten vom Unternehmen Itra, die ja dann hier die Gigapress für den Cybertruck wohl fertig gemacht haben und die ist dann jetzt auf dem Weg nach Austin. Also nochmal zu dem Punkt zurück, den ich auch gerade erwähnt hatte. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Informationen, die ich auch manchmal bekomme, sich sehr, sehr schnell ändern können. Wenn wir dieses Thema nochmal auf die Farben beziehen, ich hatte ja vor einigen Tagen auch mal darüber berichtet gehabt oder vor 2-3 Wochen tatsächlich, dass es so ist, dass neue Farben kommen sollen oder Farben noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Am Ende hat sich ja bewahrheitet, dass Farben jetzt gekommen sind. Und zwar neue Farben, aber solche Sachen passieren immer ein wenig zeitversetzt und deswegen ist immer bitte zu beachten, Tesla ist ein wildes Unternehmen, es ändern sich Dinge sehr, sehr schnell und ich muss tatsächlich sagen, dass diejenigen, die dann so verärgert sind und dann tatsächlich mich hier noch beim Wort nehmen in 2 Wochen, dann kann es sein, dass sich die Sachen bis dahin tatsächlich geändert haben. Ich hoffe, wie gesagt, dass du das verstehst. Hier noch in einer etwas verschwommenen Aufnahme übrigens die ersten Aufnahmen von der Fabrik für die Megapacks. Wir haben ja lange darüber spekuliert, wie diese aussieht. Jetzt haben wir auch die ersten Aufnahmen von Tesla auch offiziell bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Megapack-Fabrik hat ja schon eine große Auswirkung tatsächlich im 3. Quartal gehabt. Und das wird noch sehr, sehr spannend werden, wo die Reise hier in den nächsten Jahren hingeht. Ja, wenn dir diese ganzen Informationen hier heute sehr gefallen haben oder du diesen Kanal unterstützen magst, viele von euch haben noch gar nicht abonniert, lass gerne ein Abo da. Das würde natürlich meine Arbeit unterstützen. Also, ich danke dir. Du kannst natürlich auch auf meinem Podcast tessysupply.com, kannst du natürlich auch vorbeischauen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut, bis dann und tschüss.